So ein Kobo oder einen Tolino, den kennt ja wirklich jeder. Heute haben wir mal einen Hersteller zu Gast, der nicht ganz so bekannt ist, nämlich das Pocketbook. Nach eigenen Angaben der drittgrößte Hersteller von Premium-E-Books weltweit. Und was der Nachfolger vom Pocketbook Lux 3, nämlich das Pocketbook Lux 4, so alles kann, das zeige ich euch jetzt. Packen wir die Sache mal aus. Das ist in einer kleinen, unscheinbaren Pappschachtel drin. Dann haben wir hier nochmal in Plastik eingehüllt schon mal das Pocketbook. Dann gibt es noch eine kleine Garantiekarte und einen sehr, ich würde mal sagen, pädagogischen Zettel mit einem Comic. Der warnt mich nämlich davor, was meinem Pocketbook alles so passieren kann. Es könnte runterfallen, kaputt gehen oder von Schüsseln zerkratzt werden. Und deswegen soll ich mir doch bitteschön noch eine Schutzhülle zulegen. Dann ist auch noch ein Quick-Start-Guide dabei, wo mir kurz erklärt wird, was die einzelnen Tasten sind und was die so können. Aber eigentlich, wenn man einmal einen E-Book-Reader benutzt hat, dann weiß man ungefähr, wie es geht. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Micro-USB-Kabel, mit dem man das Ganze dann aufladen kann. Soweit so bekannt. So, dann schalten wir das Ding mal ein. Das geht hier unten auf dem weißen Knopf, geht noch kurz. Und hier in der Bibliothek sind schon einige Bücher vorgeladen. Das kennt man, da kann man so durchscrollen. Dann sieht man, welche Bücher da noch so drin sind. Wenn ich jetzt auf eins drauf gehe, öffnet sich das. Ich kann weiterblättern einmal, indem ich hier rechts drauf tippe oder auch links. Und hier funktioniert es auch durch Wischen. Und wenn mir das mit dem Touchscreen alles nicht so geheuer ist, kann ich auch die Tasten hier unten zum Blättern verwenden. Aber das ist wohl eher unpraktisch, weil man ja hier eher den E-Reader festhält. Der E-Reader hat natürlich auch die Möglichkeit, dass man Einstellungen verändert. Auf die Home-Taste kommt man wieder zurück und die hat eine ganz lustige Shortcut-Funktion. Wenn ich sie länger halte, geht hier so ein Menü auf und da kann ich eine der ersten Neuerungen sehen, die dieses Pocketbook Lux 4 vom 3er-Modell unterscheidet, nämlich der Schlafmodus zum Batteriesparen. Den gab es vorher nicht. Ein weiterer Unterschied zum Vorgängermodell ist, dass es dieses jetzt mit drei Farben gibt, nämlich einmal in Schwarz, in Silber und in Grün. Und die dritte Neuerung ist, dass der Arbeitsspeicher verdoppelt wurde auf 512 MB. Leider merkt man schon, so richtig super fix geht es nicht. Also ein bisschen mehr könnte er schon noch gebrauchen. Natürlich kann ich auch die Schrift vergrößern und verkleinern. Da sieht man, dass es immer noch so ein bisschen nachruckelt. Wie man sieht, hat das 6-Inch-Display auch ein Backlight. Sobald ich das aber so ein bisschen aus dem Licht nehme, wird es nicht mehr so krass. Also wenn ich draußen in der Sonne damit unterwegs bin, ist es jetzt nicht so, dass es irgendwie störend ist oder sowas in der Richtung. Was auch super praktisch ist, wenn ich jetzt zu faul bin, immer ständig Bücher hier über den E-Book-Shop zu kaufen oder das Ding an meinen Computer anzuschließen, ist, ich kann eine kleine Micro-SD-Karte nehmen und die hier unten in den Slot schieben. So, das ist ganz gut. Ja. Und wenn ich dann nochmal in die Bibliothek gehe, dann wird er mir da die PDFs zeigen, die ich hier drauf habe. Zum Beispiel auch alte Computerbildartikel. Kann man hier nochmal schön nachlesen, auch einzoomen, damit man die relativ kleine Schrift dann doch lesen kann auch. Ne? Mit so einer Micro-USD-Karte kann man den Speicher noch um 32 GB erweitern. Ich glaube, als Speichererweiterung ist es nicht wirklich notwendig, denn auf dieses kleine Gerät passen allein schon 3000 Bücher. Mal Hand hoch, wer mehr hat, also ich auf jeden Fall nicht. Das ist, glaube ich, wirklich eher praktisch, um Dateien nochmal auf den E-Book-Reader zu übertragen. Mit zum Strand nehmen würde ich das Gerät nicht unbedingt, denn wasserdicht ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall leicht genug, um es überall mit hinzunehmen, denn es wiegt nur 155 Gramm. Und damit ist es doch schön portabel und konkurrenzfähig zu den anderen Geräten, die so auf dem Markt sind. Wenn ich mal genug haben sollte zwischendurch vom Bücherlesen, kann ich mit dem Gerät auch noch Spiele spielen, zum Beispiel Schach oder Sudoku. Ich könnte theoretisch auch über einen RSS-Feedreader mir Nachrichten durchlesen oder im Browser surfen, aber machen wir uns nichts vor, da gibt es Geräte, auf denen das deutlich mehr Spaß macht als auf einem E-Book-Reader. Dafür brauche ich den auf jeden Fall nicht. Was auch praktisch ist, ist, dass er sehr viele Formate beherrscht, nämlich 17 Stück. Dazu gehört auch das EPUB-Format, was ja sehr praktisch ist. PDFs, TXT, DOC, das geht alles. Das Einzige, was nicht geht, ist natürlich das AWZ-Format von Amazon. Das bleibt dem Kindle vorbehalten.
Ein schönes, helles Display, viele Formate, die erkannt werden, ein praktischer Micro-SD-Karten-Slot. Das Pocketbook Lux 4 hat wirklich einen guten Eindruck gemacht insgesamt. Das Einzige, wo man ein bisschen Abstriche machen muss, ist bei der Geschwindigkeit. Seit Ende August gibt es das Gerät im Handel für 119 Euro. Da kann sich jetzt jeder selber davon überzeugen, ob das eine Alternative zu Kindle oder zu Linux ist.